Thea Fortress trägt ihren Namen nicht ganz ohne Grund, denn auf den ersten Blick sieht sie ziemlich schwer aus. Ihr startet mit einer Maya-Siedlung, der es an allem fehlt, und habt den Auftrag, diese Wikingerfestung zu zerstören. Ich kann euch aber sagen, dass diese Karte leichter ist, als sie aussieht. Wir müssen uns nur etwas anpassen. Fürs Erste merkt euch nur eine Zahl. 125. Im Gebirge sind Kohle, Eisen und Gold verstreut. Merkt euch am besten die Position, dann könnt ihr auf einen Geologen verzichten. Den Hammer werdet ihr für euren Werkzeugschmied brauchen. Ebenso interessant ist dieses Waffenlager im Osten. Dieses wird zunächst unsere Waffenproduktion ersetzen. Wie bereits eingangs erwähnt, fehlt es in dieser Siedlung an praktisch allem. Wir besitzen nur eine Säge, was wir als Maya aber verkraften können. Viel schlimmer ist, dass wir keine zusätzlichen Schaufeln, nur einen Hammer und weder einen Schmied noch eine Sense oder eine Angel besitzen. Wir starten auch ohne jegliche Nahrung, allerdings mit einem Forsthaus, einem Holzfäller, einem Sägewerk, einem Steinmetz, einer Jagdhütte, einem Wasserwerk und einem kleinen Wohnhaus, welches wir sofort abreißen, wenn es einen Siedler in die Welt gesetzt hat. Schickt außerdem einen Dieb zum Waffenlager und holt schon mal einen Bogen, damit die Jagdhütte besetzt werden kann. Unser erstes Gebäude ist ein kleiner Turm im Osten. Dieser nimmt auch nördlich genug Land ein, um dort einen weiteren Turm bauen zu können. Es gibt keinen Grund, die Türme zu behalten, also holt euch die Rohstoffe lieber zurück. Eure weiteren Holzfäller platziert ihr so, dass ihr euer neues Gebiet von Bäumen befreien könnt. Rusht je eine Kohl- und Eisenmine sowie eine Eisenschmelze, Werkzeugschmiede und Fischerhütte. Eure Kohleminen könnt ihr bis auf weiteres mit Fisch versorgen, achtet nur darauf, dass die ersten Erträge, für die eure Bergmänner noch keine Nahrung benötigen, in ein bis zwei Angeln fließen. Weitere Werkzeuge produziert ihr dann nach Bedarf. Beutet alle Felsvorkommen aus, die ihr findet, und verlegt Steinmetze, deren Gebiete erschöpft sind, zu den Steinvorkommen im Nordwesten eurer Halbinsel. Um das Goldvorkommen zu erreichen, werdet ihr Pioniere benötigen. In der Zwischenzeit könnt ihr das Stück Wüste im Norden für eine erste Mana-Produktion nutzen. Wenn ihr Siedler entbehren könnt, erstellt um die 20 Diebe und lasst sie das Waffenlager plündern. Sobald ihr die ersten Goldbarren besitzt, baut ihr euren großen Tempel. Die Priester werden euren Steinvorrat sichern, also baut die Mana-Produktion im Laufe der Zeit weiter aus. Am besten wendet ihr auch einmal den Abkürzungszauber auf die Wüste an, um sie zu vergrößern. Sobald ihr Priester und eine grundlegende Mana-Produktion besitzt, produziert ihr weiter Siedler und könnt mit dem Bau einiger großer Türme sowie der üblichen Nahrungsproduktion beginnen. Wie sich herausstellt, hat diese Karte kein Skript, daher kann ich euch auch keine genauen Angriffszeiten nennen. Auf Normal solltet ihr aber 55 Minuten haben, bevor ihr mit dem ersten Angriff rechnen müsst. Wenn ihr Glück habt, etwas mehr. Das Wichtigste ist es, diesen ersten Angriff zu überstehen. Zumindest in meinem Playthrough hat sich die Armee der Wikinger von diesen Verlusten nie mehr erholt, und die späteren Angriffe haben sie nur weiter geschwächt. Zu dem Zeitpunkt, an dem das Waffenlager leer ist, solltet ihr eine stabile Wirtschaft besitzen. Sobald eure Goldvorräte es zulassen und ihr etabliert seid, solltet ihr euch außerdem auf Level 3 Schwertkämpfer konzentrieren, denn von denen werdet ihr so einige brauchen. Erinnert ihr euch noch an die Zahl, die ihr euch merken solltet? Wenn ihr euch in der Statistik die Soldatenanzahl der Wikinger anseht, könnt ihr im Grunde genommen immer 125 abziehen, denn so viele Soldaten sitzen in Türmen und sind für eure Siedlung keine Bedrohung. Sobald ihr glaubt, mit dem Rest fertig werden zu können, greift ihr an und zerstört den Hauptteil der feindlichen Siedlung. An diesem Punkt habt ihr praktisch gewonnen, aber damit euch das Spiel offiziell den Sieg gewährt, müsst ihr noch alle übrigen Türme und die Burg übernehmen. Im Multiplayer würde man das, was die Wikinger hier haben, wohl als Rampe bezeichnen, und auch wenn sie im Vergleich zu dem, was ein Mensch unter idealen Bedingungen bauen würde, ein Witz sein dürfte, macht ihr die Sache etwas langwieriger. Letztendlich wird von der Festung der Angst aber nur noch eine Erinnerung übrig bleiben. Oder ihr wechselt einfach ins Gewinnerteam. Die KI kann aber mit den für euch vorgesehenen Startvorgaben also gar nicht umgehen. Selbst wenn man sie mit allem versorgt, was man brauchen könnte, wird sie sich nicht wirklich entwickeln.